Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zum heutigen Geheimnis, was ein richtiges Geheimnis ist, was sogar sehr regelmäßig vollkommen falsch dem Bürger weitergegeben wird, wo der Bürger, ja, man darf schon sagen, belogen wird, habe ich einen Glenrothes, einen Single Malt Whisky von Garner McPhail mitgebracht. Es geht um die Wirkungsgrade von Elektroautomobilen und die Wirkungsgrade von Autos mit Dieselmotor. Und zwar jetzt nicht irgendeinen speziellen Bereich, sondern von Anfang bis Ende. Vom Liter Öl bis zum zurückgelegten Kilometer. Darum geht's. Und da ziehen wir Bilanz. Das wird heute ein bisschen, ja, ein bisschen formellastig. Ich erkläre aber Ihnen alle Formeln und ich blende auch wieder mal große Diagramme ein, weil dann einfach die Formeln sich leichter verstehen lassen. So, als Elektroauto nehme ich natürlich mein Tesla Model S. Da gibt es eine ganze Playlist über die Tesla-Videos, die ich schon gedreht habe. Und wie wir bei whisky.de so einen Tesla auch fahren. Und dann musste ich mir jetzt ein Auto suchen, das A, jetzt nicht so ganz klein ist, weil der Tesla als Elektroauto eine Riesenkarre. Ich wollte jetzt aber auch nicht eine Mercedes S-Klasse nehmen, die, ja, wo die Leute sagen, das ist ja unerreichbar für mich, das ist ja nicht vergleichbar und so. So, also was sollte ich jetzt nehmen? Und da habe ich mir gedacht, naja, ich nehme das Auto, was relativ groß ist, was sehr stark in Deutschland verkauft wird, was einen angeblich extremen, guten, sehr guten Dieselmotor drin hat, und zwar den Passat, Volkswagen Passat B7. Das ist das Modell von 2011 bis 2014, hat sich üppig verkauft, und da den mit dem 2,0 Dieselmotor, TDI oder wie immer der heißt. Hat einen Sack voll PS, 125 Kilowatt. Ja, Platzangebot im Passat ist auch üppig. Schnell fahren tut er auch. Also er lässt sich vergleichen. Also ich wollte nicht sagen, ja, Sie haben ja hier eine Krücke genommen, sondern so einen guten Volkswagen nehmen mit besten Dieselmotor der Welt und so, ne? Ja, also den wollte ich Paroli bieten und sagen, wir nehmen diesen besten Dieselmotor mit dem besten deutschen Auto. So. Ja, wenn Sie jetzt sagen, BMW, Mercedes und so, ist alles vergleichbar. Ne? Also das macht jetzt keinen Unterschied. Am Ende fehlt es da um 1-3%. Dieses Video zeigt, dass der Verbrennungsmotor mittelfristig keine Chance gegen den Elektromotor hat. Und zwar, weil sein Wirkungsgrad einfach so schlecht ist. Es geistern Zahlen durch die Gegend, von der Presse immer wieder angehoben, dass die Wirkungsgrade 40% bei so einem modernen Puppedüse-Diesel, ja, die gibt es heute nicht mehr, also bei so einem modernen Diesel, Hochdruck-Diesel, 40% Wirkungsgrad und so. Ich habe mal über Motor-Kennfelder was gedreht. Das ist nur an einem kleinen Punkt in diesem Kennfeld. Und da dieser Wagen 125 Kilowatt hat und dieser Punkt bei einer Drehzahl von, ich sag mal, 2.500 bis 3.000 Umdrehungen und einer 80% Leistungsabforderung vom Motor nur erreicht wird, es wird einem ziemlich schnell klar, das braucht man nur hin und wieder mal beim Beschleunigen. Aber beim normalen Autofahren, auch konstant auf der Autobahn, erreicht man diesen Punkt nicht. So. Und deswegen sind diese 40% Wirkungsgrad für den Dieselmotor reine Augenwischerei. Und auch beim Ottomotor, der angeblich 30% in der Spitze oder 25% in der Spitze haben soll, auch diese Werte sind Augenwischerei. Auch die stimmen nicht, weil sie nur in einem einzigen Punkt des Motordiagramms angefahren werden können. So, im Schnitt sind die Wirkungsgrade deutlich schlechter. Und zwar, wenn die Hälfte erreicht wird, sind sie gut. Die E-Autos sind um Faktor 2,5 bis 5,5 besser. Und das kommt jetzt dann am Ende als Fazit von diesem Video. Bis dahin müssen Sie sich aber die ganze Geschichte jetzt noch ein bisschen erarbeiten, dass Sie das auch wirklich glauben können. Ne? Ich rechne Ihnen also viel vor, viele Formeln drin, aber ich bin Luft- und Raumfahrttechniker und habe mit Luftwiderstand, Aerodynamik und so eine Menge zu tun gehabt in meinem Leben. Aber solche Formeln lernt man auch im Grundstudium Fahrzeugtechnik an jeder Uni, Fachhochschule, heute gibt es ja nicht alles Unis, die wissen das. Und in der Automobilindustrie wissen die das auch alle. Dennoch wissen sie, diese Geheimnisse zu bewahren, weil es um ihre Einkünfte geht. Elon Musk von Tesla
hat diese Rechnung gemacht und hat auch betont, um wie viel besser der Wirkungsgrad, der Gesamtwirkungsgrad eines Elektroautos ist. Und das glaubt ihm niemand. Und jetzt soll also der Berechnungsgang folgen, damit Sie sehen, wie das ist. Und von unseren Politikern und von den Firmenchefs brauchen Sie nichts erwarten. Die sind BWL-zentriert. Die haben mit solchen Widerstandsformeln und so, haben die nichts am Hut. Die rechnen lieber Gewinn, ne? So. E-Autos können sich jetzt noch nicht durchsetzen, weil sie einfach zu teuer sind. Das ist auch klar, das wissen wir alle. Obwohl die Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten eines Autos, eines Elektroautos, durch den geringen Verbrauch, weil diese Wirkungsgrade so extrem gut sind, die Total Cost of Ownership heute schon passen. Also etliche Flottenbetreiber nehmen jetzt Elektroautos mit rein, weil sie nachgerechnet haben, dass am Ende schon positiv ausgeht. So. Und warum werden die Akkus billiger werden in Zukunft? Nun, weil wir so monströse Fabriken wie die Tesla Gigafactory auf der Welt nun sehen. Und Samsung fängt nun auch an zu bauen und die Chinesen, BYD, hat schon gebaut. Und überall sprießen diese Lithium-Ionen-Akkumulator-Fabriken aus dem Boden wie Pilze im warmen Herbst. Die Wissenden, bei denen hat sich das rumgesprochen. Und nun geht's los und in 2-3 Jahren werden Elektroautos im Preis, im Anschaffungspreis vergleichbar zu Verbrennern sein und im Verbrauch deutlich darunter liegen. Tja. So, jetzt geht's dann gleich los. Beim Auto, was müssen wir denn da überwinden? Nun, es gibt zwei grundlegende Widerstandsarten beim Auto. Das eine ist, haben Sie mal versucht, ein Auto anzuschieben? Dann merken Sie, da müssen Sie drücken. Leichte Autos lassen sich leichter schieben, schwere Autos lassen sich schwerer schieben. Also wir haben auf einmal einen Rollwiderstand zu überwinden vom Auto. Und als zweites wissen wir, wenn wir bei höherer Geschwindigkeit mal die Hand aus dem Fenster halten, da pfeift es ganz schön. Wir haben also einen Luftwiderstand zu überwinden. Und diese beiden Widerstandsarten sind die einzigen Widerstandsarten, die nennenswert auf so ein Automobil einwirken. Also Luftwiderstand und Reifenrollwiderstand. Und da gehen wir nun in die Formeln rein. Und wir beginnen hier mit dem Bild 1, wo ich den Luftwiderstand definiere. Der wird nun in Newton angegeben. Was ist das? Nun, Newton ist eine Kraft, Kilogramm ist eine Masse. Und wenn Sie nur eine Masse haben von, ich sag mal, 1000 Kilogramm, Entschuldigung, dann drückt die auf der Erde mit ungefähr 10.000 Newton auf den Boden. Das liegt nämlich daran, dass es hier eine Erdbeschleunigung gibt, die ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat beträgt. Und deshalb muss man diese Masse, die 1000 Kilogramm, mal 9,81, das ist der exakte Wert der Erdbeschleunigung, multiplizieren. Und dann kommt man von Masse auf Newton. So, nun lesen wir die Formel mal vor. Die Kraft F, Englisch Force, des Luftwiderstands setzt sich zusammen aus der Luftdichte, wird griechisch mit Rho abgekürzt. Ich wollte dieses griechische Zeichen da nicht hinschreiben. Ich wollte das sehr demokratisch auch mit unseren Buchstaben machen. Also RHO für Rho. Und diese Luftdichte beträgt 1,2 Kilogramm pro Kubikmeter. Also die Luft, die um uns rum ist, die ist nicht gewichtslos. Die hat ein Gewicht und zwar auf einen Kubikmeter. Das ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Immerhin 1,2 Kilogramm. Ja, Gewicht nicht, jetzt Masse. Ne? Und diese 1,2 Kilogramm drücken jetzt mit 10 Newton oder so nach unten. Hm? So. Dann gibt es diesen Luftwiderstandsbeiwert, CW. Da habe ich mal was bei dem Video über das Tesla Model X dazu gesagt. Der Luftwiderstandsbeiwert ist ein Wert, der unabhängig von der Größe eines Körpers, dessen Luftwiderstand beschreibt. Ich glaube, wenn man eine runde Scheibe hat in einem Luftstrom, dann ist der CW dort 1. Wenn man eine Halbkugel hat, dann sinkt es schon auf 0,25 oder so, ne, oder 0,3. Also da ist die Theorie dann schon, diese Beispiele von früher aus dem Studium schon langsam weg. Jedenfalls eine der energetisch günstigsten Formen mit dem geringsten Luftwiderstand ist der Tropfen. Und so, und der Tesla hat nun einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,24. Eine Zahl, gib einen Namen, lass laufen. Das ist ein hervorragender Wert. Das ist einer der besten Werte, die es heutzutage auf der Welt gibt. Für ein Automobil. Flugzeuge haben deutlich weniger. So, dann
wird dieser Wert noch multipliziert mit der Fläche A, Englisch Area. Und diese Fläche ist jetzt die Querschnittsfläche. Wenn Sie den Tesla oder irgendein Automobil an der größten Stelle mitten durchschneiden und dort die Fläche messen, dann ist das diese Querschnittsfläche. Kriegt man auch raus, wenn man ein Auto in der tiefstehenden Sonne vor der Wand stellt. Und dann kann man hinten die Fläche, den Schatten ausmessen. Das ist diese Querschnittsfläche. Die ist mit 2,34 Quadratmetern beim Tesla relativ groß. Das liegt nicht daran, weil er hoch ist. Nein, der ist eher flach, sondern weil er so breit ist. Mit 1,97 Meter ohne Spiegel, 2,17 Meter oder 19 mit Spiegeln ist es also eine riesenbreite Karre. So, und dann muss man, um den Luftwiderstand zu erhalten, diese Werte noch mit der Geschwindigkeit, Englisch Velocity, also klein v, im Quadrat multiplizieren. Das heißt also, man muss die Geschwindigkeit, diese Formel mit der Geschwindigkeit multiplizieren und nochmal mit der Geschwindigkeit multiplizieren. Das ist im Quadrat. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal hier speziell zwei Fahrtgeschwindigkeiten an, nämlich einmal 80 km pro Stunde. Das entspricht 22,22222 Meter pro Sekunde. Oder 120 Kilometer pro Stunde, das entspricht 33,33 Meter pro Sekunde. Ja, dazwischen ist ein Umrechnungsfaktor von 3,6. Ich merke mir das immer so, ein 100-Meter-Läufer läuft in 10 Sekunden und das entspricht einer Geschwindigkeit von 36 Kilometern pro Stunde. Und dann kann ich mir diesen Umrechnungsfaktor von 3,6, das liegt daran, weil die Stunde 3600 Sekunden hat, 60 Minuten mal 60 Sekunden. So, nun haben wir also die Luftwiderstandskraft für eine Geschwindigkeit von 80. Haben wir also die Luftdichte 1,2. Die müssen wir jetzt erstmal noch durch 2 teilen. So steht es halt in der Formel drin. Dann den Luftwiderstandsbeiwert von 0,24. Dann die Fläche von 2,34. Und jetzt zweimal multipliziert mit der Geschwindigkeit, also der Geschwindigkeit zum Quadrat, kommen wir auf eine Kraft von 166 Newton. Und wenn Sie da jetzt noch kein Gefühl dafür haben, dann teilen Sie die mal durch 10 und sagen Kilogramm dazu. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da für ein Luftwiderstand auf das gesamte Auto wirkt. Das ist nicht so wirklich viel. So, darunter steht nun die Kraft, Force, für 120 Kilometer pro Stunde. Das multiplizieren wir alles durch, bloß hinten statt den 22,2 nehmen wir nun 33,3. Und schon, weil wir es damit zweimal multiplizieren, explodiert dieser Wert auf 374 Newton. Also 37 Kilo, die da vorne auf das Auto drücken. Deutlich mehr. Ne? So, das soll es jetzt also mit der ersten Folie gewesen sein, was Ihnen den Luftwiderstand und wie der zustande kommt, beschreibt. Jetzt als zweites kommen wir zum Reifenwiderstand. Da habe ich Ihnen ja gesagt, wenn Sie also ein Auto anschieben, mit wie viel Sie da schieben müssen. Und nun hängt der Reifenwiderstand davon ab, auf welchem Boden dieser Reifen läuft. Läuft er auf Kies, der die ganzen Steine hin und her drückt, dann ist der Reifenwiderstand extrem hoch. Läuft er nur auf Asphalt oder auf Beton, dann ist der Reifenwiderstand deutlich geringer. Und das wird mit einem Kennwert namens μ. Und das schreibe ich hier jetzt MUE. Das ist auch ein griechischer Buchstabe μ. Beziffert und der liegt nun bei 0,01 bis 0,02, je nachdem, ob Asphalt oder Beton dabei ist. Und ich rechne nun, weil ich keinen besseren Wert habe, mit dem Mittelwert davon mit 0,015. Und das rechnet sich jetzt so aus, die Kraft, die man braucht, um den Reifen zu das Fahrzeug zu bewegen gegen den Reifenwiderstand, ist also dieses μ von 0,015 mal m, die Fahrzeugmasse in Kilogramm. Die ist bei meinem Wagen ganz schön hoch, wegen dem schweren Akkumulator, mal der Erdbeschleunigung. Erdbeschleunigung, was ist denn das schon wieder? Das haben wir vorne, vorhin habe ich das schon mal kurz angesprochen. Das ist g, die Gravity, die Erdbeschleunigung, mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Wir haben eine Erdbeschleunigung, das können Sie merken, wenn Sie vom 10-Meter-Turm springen, dann legen Sie in der ersten Sekunde 9 Meter zurück, nein, so viel nicht, 3 Meter zurück oder so, und in der zweiten Sekunde liegen Sie schon im Wasser unten. Ne? Also wir haben eine Beschleunigung und wenn wir fallen, beschleunigen wir nach unten, weil die Erde halt uns anzieht. So, und diese Beschleunigung wirkt nun auf das Auto und drückt dieses Auto, zieht dieses Auto auf die Straße. Und jetzt können wir unten F
den Rollwiderstand, ich habe kleinen Tesla dazu geschrieben, von 0,015 des μ mal dem Fahrzeug, der Fahrzeugmasse von 2262 Kilogramm. Ich habe extra in meinem Fahrzeugschein nachgeschaut. Da gibt es Werte von 2100 bis 2400, je nach Ausstattung, je nach Allrad oder nicht Allrad, kleine Motoren, große Motoren und so weiter. Da gibt es also unterschiedliche Werte. Ich habe meinen Wert da eingesetzt, mal die Erdbeschleunigung von 9,81 führt nun zu einem Reifenwiderstand von 333 Newton. Also 33 Kilo. Wenn Sie also nun an dem Auto hinten anschieben, müssen Sie mit mindestens 33 Kilo schieben, um den Wagen wegzubekommen. Ich habe mal den Wagen leer gefahren und dann haben wir versucht, den zu schieben. So ganz leicht bergauf, war unmögliches Unterfangen. Also schwer, unglaublich. Also der Rollwiderstand beim Tesla durch die hohe Masse des Fahrzeugs ist sehr, sehr hoch. Dabei ist es jetzt egal, ob Sie einen breiten Reifen oder einen schmalen Reifen haben. Das hängt nur von der Masse des Fahrzeugs ab und diesem Reibwert. Ansonsten nicht Reibwert, Reifenrollwiderstandsbeiwert. Von sonst nichts. Ob Sie den nun auf schmälere Reifen setzen, dann haben Sie zwar ein höheres Gewicht pro Querschnittsfläche unten. Das verformt den Reifen aber dann an der Stelle wieder stärker. So, also Sie können den Reifenwiderstand reduzieren, indem Sie den Wagen scharf aufpumpen bis zur Belastungsgrenze des Reifens. Dann kommen Sie vielleicht auf 0,009 oder 0,008. Und bei meinem Weltrekordversuch, bei meiner Weltrekordfahrt, die maximalen Kilometer mit einem vollelektrischen Auto mit Aufladen binnen 24 Stunden, bin ich also mit dem maximal zulässigen Druck des Reifens gefahren, um eben diesen Reifenwiderstand zu reduzieren. So, und nun können wir relativ einfach, und Sie merken, also in diesem Reifenrollwiderstand ist die Geschwindigkeit nicht dabei. Das ist einfach eine Kraft, die zu überwinden. Es gilt. Beim Luftwiderstand ist eine Geschwindigkeit mit dabei. Aha, da tut sich was. Die erforderliche Leistung, Power, P, die rechnen sich jetzt aus Kraft mal Geschwindigkeit. Ganz simples Prinzip, Kraft mal Geschwindigkeit gibt Leistung. Und nun müssen wir, ja, Punktrechnung geht vor Strichrechnung, wir müssen also jetzt klammern um die Luftwiderstandskraft und die Reifenwiderstandskraft, Klammern drum setzen, müssen diese Newton zuerst mal zusammenzählen und dann mit der Geschwindigkeit multiplizieren. Und hier bitte wieder aufpassen, Meter pro Sekunde, nicht Kilometer pro Stunde. Und dann kommen wir jetzt für die erforderliche Leistung, Power von 120, müssen wir also jetzt unsere 374 Newton zusammen mit den 333 Newton addieren und mit den 33,3 Kilometer pro Sekunde multiplizieren und kommen nun auf 23.575 Watt. So, ja, teilen wir es durch 1000, haben wir Kilowatt. Und jetzt müssen wir noch durch, oder mal 1, da habe ich einen Fehler drin. Ha, geteilt durch, mal 1, genau, mal 1,36 multiplizieren und dann haben wir die PS. Die PS-Zahl ist immer die größere. Das muss man auch über eine Eselsbrücke machen. So, und da merkt man also, für 120 Kilometer pro Stunde brauchen wir 32 PS. 23,5 Kilowatt. Das sieht man in der Leistungsanzeige vom Tesla sehr schön. Bei Geschwindigkeit bis 120 brauchen Sie überhaupt keine Leistung, um da zu fahren. Ne? Beschleunigen Sie jetzt auf 200, dann steigt der Luftwiderstand auf 1040 Newton an. Das sehen Sie in der letzten Zeile. Addieren wieder die Reifenkraft, die gleich bleibt mit 333. Dann kommen Sie auf 5 und multiplizieren das mit der Geschwindigkeit. Das sind jetzt 55,5 Kilometer pro Stunde, Meter pro Sekunde. Und dann kommen wir auf eine Gesamtleistung von 76 Kilowatt, die wir brauchen. Das sind 103 PS, damit man 200 fahren kann. Das ist nicht wirklich viel. Mit 100 PS 200 fahren, ja, der Luftwiderstand ist gut bei diesem Auto. So, nun habe ich Ihnen hier ein paar Punkte gezeigt. Und jetzt auf der vierten Folie zeige ich Ihnen jetzt die Leistungen, die wir gerade ausgerechnet haben, in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Und jetzt sehen Sie, unten geht es von 20 Kilometern pro Stunde bis 200 Kilometer pro Stunde. Und links aufwärts geht es in Kilowatt an Leistung. Und jetzt sehen Sie drei farbige Kurven drin. Als alles erste die blaue Kurve, da steht R für Reifen dabei. Das ist die Leistung, die wir brauchen, um den Rollwiderstand zu überwinden. Und der steigt nun so ganz linear mit der Geschwindigkeit an.
Und wir kommen da bei 120 ungefähr auf eine Leistung von etwas über 10 Kilowatt, die wir brauchen, um den Reifenwiderstand zu überwinden. Dann sehen wir die rote Linie, das ist die Leistung, die wir brauchen, um den Luftwiderstand zu überwinden. Am Anfang kein Luftwiderstand, wir müssen uns nur abmühen, den Wagen zu schieben. Und je schneller wir werden, steigt nun diese Kurve quadratisch an. Und bei 110 ist beim Tesla jetzt so weit, dass der Luftwiderstand und der Rollwiderstand gleich sind. Und ab dann zieht der Luftwiderstand hoch auf und davon. Und die gelbe Kurve, nun, das ist jetzt die Addition von beiden. Und da kann man dann praktisch sehen, dass man also, um 180 zu fahren, irgendwo 58 Kilowatt benötigt. Und die 79 Kilowatt, die sind dann ja oben rechts aus dem Diagramm schon raus. Ich habe das extra so gezeichnet, dass Sie da bei der Auflösung beim mittleren Geschwindigkeitsbereich überhaupt was sehen. Ne? Sonst wäre die Skalierung so ganz anders geworden. So, was verbraucht jetzt mein Wagen dabei? Nun, ich habe nicht lückenlos alle Geschwindigkeiten versucht bei mir zu messen. Ich habe aber einige Eckpunkte. Und da sieht man jetzt unten die Geschwindigkeit wieder von 20 bis 200. Und nach oben ist nun der Verbrauch in Wattstunden pro Kilometer angegeben. Das ist das, wie es beim Tesla gerechnet wird. Die Deutschen rechnen gern mit Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da müssen sie einfach eine Null wegstreichen und dann stimmt es auch wieder. Sie sehen also, bei 40 Kilometern pro Stunde braucht der Wagen etwas über 100 Wattstunden pro Kilometer. Das ist ein hervorragender Wert. Klar, er muss ja nur gegen den Reifenwiderstand drücken und Wind hat es noch fast nicht. Das ist ein Wert, den hat Björn Nyland bei seiner Weltrekordfahrt maximale Kilometer aus einem Tesla mit 728 Kilometern zurückgelegter Strecke ohne Nachladen rausgebracht. Und da hat er einen Durchschnitt, glaube ich, von 106 Wattstunden pro Kilometer. Ganz rechts der Wert von 400, also 396 Wattstunden pro Kilometer, den habe ich selbst erfahren. Da bin ich nämlich einmal eine Stunde lang möglichst schnell gefahren, was so ging, und bin dann auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit in dieser Stunde von 180 gekommen. Sie merken, das war entweder war es Samstag früh oder war es Sonntag früh, ganz leer. Und wenig Baustellen, wenig Überleitungen. Und da habe ich also dann 396 verbraucht. Und die Werte zwischendrin, die habe ich zum Beispiel der Wert 250 Wattstunden pro Kilometer bei 140. Das entspricht ungefähr dem, was ich auf meiner Weltrekordfahrt hatte. Und zwischendrin habe ich mir von anderen Herren und aus den Foren Daten zusammengezählt. Und da sieht man, das ist so ein etwas steigender Verlauf, aber er ist nicht ganz so quadratisch, wie er sein sollte. Also hier ist das wirkliche Leben mit dabei. Aber in etwa stimmt diese Kurve. So, und jetzt rechnen wir uns die erforderliche Arbeit aus. Work, W. Und diese Arbeit rechnet man in Joule. Ja, das kennen Sie von Kilojoule, von Essenzählen. Das ist also ein Energieinhalt, jetzt nicht eine Leistung. So und so viel Kilowatt oder PS brauche ich, um gegen den Luftwiderstand bei 120 anzukämpfen, sondern was für eine Arbeit habe ich verbraucht oder benötigt, um eine gewisse Strecke zurückzulegen. Das heißt, diese permanente Leistung, die ich gegen Roll- und Luftwiderstand aufbringe, wird nun über eine Strecke aufaddiert, wenn man so will. Und die wird also ganz simpel wieder so gerechnet: die Arbeit ist die Kraft mal dem Weg. Ganz simpel, ne? Also simpelste Formel. Und auch hier wieder Achtung, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Wir müssen also Luftkraft und Reifenkraft erst addieren und dann mit dem Weg multiplizieren. Die Strecke bitte hier in Metern verwenden. Und dann stehen jetzt hier unten W80. Das ist also die Arbeit, die man braucht, um 100 Kilometer mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde zurückzulegen. Da setzen wir im Prinzip die Kräfte, Reifenwiderstand und Luftwiderstand, den wir vorhin ausgerechnet haben für den 80 Kilometer pro Stunde Wert, nämlich die 166 plus 333 ein und multiplizieren jetzt mit 100.000 Metern. Das sind nämlich, ein Kilometer sind 1.000 Meter, 100 Kilometer sind 100.000 Meter. Und da kriegen wir jetzt 49,9 Millionen Joule raus, abgekürzt MJ Megajoule. Und nun muss man wissen, dass eine Kilowattstunde 3,6 Megajoule sind. Auch hier haben wir die 3600 drin. Jo.
Und wenn wir jetzt also die 49,9 Megajoule durch diese 3,6 teilen, dann erhalten wir 13,8 Kilowattstunden Energie, die wir dafür verbrauchen. Erinnern wir uns an die Kurve von vorhin, die relevant, also die Praxiskurve. Da hatten wir bei 80 ungefähr 150. Da sieht man also, in Realität brauchen wir etwas mehr. Und da kommen wir jetzt dann drauf, dass wir Wirkungsgrade rechnen können. Wie wir hier theoretisch die erforderliche Arbeit rechnen und dann tatsächlich realistisch nachher die aufgewandte Arbeit tatsächlich haben. So, bei 120 bleibt der Reifenwiderstand gleich, aber der Luftwiderstand erhöht sich. Und da kommen wir auf 70,7 Megajoule oder 19,6 Kilowattstunden, die wir hier an Arbeit benötigen. So, der Verbrauch rechnet sich dann bei diesen 19,6 Kilowattstunden zu 196 Wattstunden pro Kilometer. So, das sind jetzt theoretische Werte, die wir allein aus den Formeln heraus und den Angaben des Herstellers, 0,24 für den CW-Wert, hier haben. So, und jetzt kommen wir zum Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad wird mit ETA, auch so ein griechischer Buchstabe wieder, ETA hier, abgekürzt, ist also die Arbeit, die wir in Theorie verbrauchen sollten, durch die Arbeit, die wir tatsächlich benötigt haben. Und hier haben wir also nun die 196 für 120 Kilometer pro Stunde ausgerechnet, aber die Kurve sagt uns, du hättest 200 oder wir verbrauchen tatsächlich 215 Wattstunden pro Kilometer. Jetzt teilen wir die beiden Werte durcheinander, rechnen das in Prozent um und kommen auf einen Wirkungsgrad von 91%. Das ist ein Spitzenwert. Jetzt haben Sie auch interne Widerstände im Auto, zum Beispiel beim Strom. Wenn der Strom, der Widerstand, der ein stromdurchflossener Leiter dem Strom gegenüber hat, steigt quadratisch mit dem Strom. Das heißt, wenn Sie viel Leistung durch diese Kabel jagen, werden die heiß, das ist nämlich die Verlustleistung, die dabei kommt. Und so haben wir also dann einen Wirkungsgradbereich von 83-95% beim Tesla. Wenn Sie dahin ökologieren, liegen Sie eher bei 95 und wenn Sie heizen, liegen Sie eher bei 83. So, hier für diesen 120er-Wert, ich nehme den irgendwie so, weil ja, mittendrin, liegen wir bei 91% Wirkungsgrad. So, das ist jetzt aber nicht alles. Ich höre Sie schon reden. Ja, aber der Strom muss ja erstmal ins Auto rein. Genau, und jetzt auf Diagramm 8 schauen wir uns jetzt mal an und sagen, okay, wir wollen ja später mal mit dem Dieselmotor vergleichen, also schauen wir uns ein großes Ölkraftwerk an. Jo, auch die gibt es auf der Welt, die gibt es auch in Deutschland. Und diese Ölkraftwerke haben einen Wirkungsgrad von 45%. Den haben die wirklich. Warum ist der um so viel höher als der vom Dieselmotor, wie ich vorhin schon angekündigt habe? Nun, weil wir mit sehr großen Abmessungen zu tun haben. Die brennende Flamme ist nicht in so einem mini kleinen Brennraum drin, wo man Haufen Randeffekte und so weiter hat, sondern es ist eine richtig Kubikmeter große Flamme, in der vor allem auch noch sehr, sehr hohe Temperaturen herrschen, die einfach viel höher sein können als in einem modernen Motor, der ja auch noch gekühlt werden muss. Und wenn die Flamme zu heiß wird, kommt es mit der Kühlung nicht nach und dann geht ihr der Stahl kaputt und so. Die Flamme wird aerodynamisch in diesem Großkraftwerk gehalten und kann richtig heiß werden. Und da ist der thermische Wirkungsgrad, je heißer, umso besser der Wirkungsgrad. Und nebenbei noch, je heißer, umso sauberer die Abgase. Wenn Sie ganz heiß verbrennen, dann bleibt Ihnen auch kein Dioxin übrig, wenn Sie irgendwelche Abfälle verbrennen oder so, sondern CO2 H2O, Wasser, kommt da hinten raus. Und zwischendrin leider noch Stickoxide. So ein Großkraftwerk hat eine Erstickungsanlage, eine Entstaubungsanlage, beim Öl nicht so schlimm wie bei der Kohle, sodass also die Abgaswerte von diesen Großkraftwerken im Vergleich zu Automobilen hervorragend sind. Und wir wissen ja auch, wie ganze Dieselgate, was diese Dieselmotoren hinten an Dreck rausschleudern. Ne? Es liegt alles daran, weil sie so klein sind. Würde man den Diesel in großer Flamme verbrennen, wäre viel besser.
Ne? So, und jetzt muss der Strom von diesem Kraftwerk auch noch zu uns, bis zum Auto. Also die Stromverteilung. Die Fernleitung mit diesen extrem hohen Spannungen von 220 bis 380.000 Volt, die haben einen Wirkungsgrad von 99%. Da geht nur 1% verloren, weil der Widerstand vom Strom abhängt. Und wenn man nun die Spannung ganz hoch macht und den Strom nicht so hoch machen muss, weil Spannung mal Strom gibt Leistung, dann sind diese Höchstspannungsleitungen haben ja, den besten Wirkungsgrad. Jetzt transformiert man runter ins Mittelspannungsnetz, 10 bis 20.000 Volt. Da sackt jetzt der Wirkungsgrad der Übertragung schon ab. Da liegen wir noch bei 98%. Und jetzt in die örtliche Feinverteilung mit 380, mit 400 Volt Netz. Bei uns, da sackt er dann auf 95% ab. Das heißt, wir haben minus 1%, minus 2%, minus 5%. Und jetzt muss dieser Strom noch in den Akku rein. Und da gibt es einen sogenannten Ladewirkungsgrad. Und der ist gar nicht gut. Der liegt bei 90%. Wenn Sie langsamer laden, ist der Wirkungsgrad besser, als wenn Sie schnell reindrücken und die Sache heiß wird, Abwärme produziert. Man geht davon aus, wenn man also ganz typisch mit, ich sag mal, 11 kW, das ist das Dreifache von so einem BMW oder Volkswagen. Ja, die neuen BMW zur Ehrenrettung muss gesagt sein, der neue i3 lässt sich auch mit 11 kW laden. Endlich haben sie diesen All-Lear-Lader, diesen einphasigen 20-Ampere-Lader da raus. Und dann ist ein ordentlicher 11 kW-Lader da reingemacht. Ja, und dieser Wirkungsgrad, wenn man also mit geringen Strömen lädt, ist er besser, als wenn man mit hohen Strömen lädt. Habe ich zu Hause auch schon mal nachgemessen. Also die 10% kommen hin, ich lag schon mal bei 8%. Zu Hause liege ich also deutlich unter denen. Wenn man draußen am Supercharger lädt, dann sind die Verluste sicherlich 15%. Aber da, nun sieht man nicht diesen Verlust. Ne? Den sieht nur der Hersteller. So, und jetzt rechnen wir diesen Gesamtwirkungsgrad Eta für den Strom aus, der zu uns geliefert wird. Da müssen wir also die 45% vom Kraftwerk nehmen. Mal die 99 von der Fernleitung, mal die 98 von der Mittelspannung, mal die 95 vom örtlichen Verteilung, mal 90% vom Ladewirkungsgrad. Ja, alles miteinander multiplizieren, so funktioniert das mit den Wirkungsgraden, bleiben Ihnen 37% über. Hoppla, da ist ja eine Menge weg. Ja, ist es. Aber die Zahlen sind immer noch Kilometer besser als das, was wir nachher beim Verbrennungsmotor sehen. So, und wenn wir jetzt noch den internen Wirkungsgrad, den ich vorhin auf der vorigen Folie mit 91% ausgerechnet habe, damit multiplizieren, kommen wir auf einen Gesamtwirkungsgrad beim Tesla von 34%. Wenn man heizt, wird er eher bei 30 liegen. Wenn man gemächlich fährt, wird er vielleicht bei 36 oder 37 liegen. Auf 40 kommen wir bestimmt nicht. So, das sind die Wirkungsgrade, die wir jetzt in der Kette Ölkraftwerk bis auf die zurückgelegte Strecke sehen. Das ist es. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir nicht mit Ölkraftwerk unseren Strom produzieren, sondern regenerativen Strom verwenden. Dann fällt im Prinzip dieser Wirkungsgrad nicht an, diese 45% vom thermischen Kraftwerk, sondern jetzt kommt nur noch im Prinzip die Verteilung des Stroms bis zu Ihnen in die Steckdose, also diese minus 1, minus 2, minus 5 und dann das Laden ins Auto mit minus 10 raus. Und da liegen wir dann schon bei 75%. Können wir die Übertragung der Stromverteilung noch vermeiden, indem wir eigene Photovoltaikzellen auf unserem Dach verwenden, wie wir bei whisky.de auf dem Dach, da habe ich mal über meine Photovoltaikanlage mit Hausspeicher drüber gesprochen. Wenn wir den Strom, und das versuche ich, das schaffe ich, sagen wir mal, in 9 Monaten, in 8 Monaten, 8,5 Monaten pro Jahr, schaffe ich das, dass ich voll über meine Photovoltaik das Auto betreiben kann, dann kommen wir auf einen Wirkungsgrad von sagenhaften 82%. Das ist nämlich die 0,9 Batterieladewirkungsgrad und die 0,91 vom Auto als Ganzes. 82% Wirkungsgrad. Das ist der Reiz dieser regenerativen Energien und das ist das, was ich immer sage mit Ressourcensparen. Da liegt der Vorteil. 82% von meiner Photovoltaikanlage und wenn ich aus dem Ölkraftwerk beziehe, waren es 34%. So.
Und jetzt kommen wir zum Passat. Und jetzt geht's heftig bergab. Jetzt wird's krass. Auch hier wieder, also wie ich am Anfang sagte, Passat B7, das ist im November 2010 kam der raus und lief dann bis 2014. Jetzt gerade läuft der B8. Der B8 hat also minimale Vorteile im Luftwiderstand bekommen, aber der Rest ist ziemlich identisch geblieben. Ja, an diesen modernen Verbrennungsautos wird nichts mehr weiterentwickelt. Das ist Ende Banane. So, und jetzt haben wir einen CW-Wert von diesem Passat von 0,285, 0,29, je nachdem welcher Motor, ist ein bisschen schwierig rauszubekommen, welcher es nun tatsächlich ist. Auch das ist jetzt wieder ein angegebener Wert, der wird angegeben ohne Spiegel, mit abgeklebten Spalten, bla und so weiter. Also hier würde ich eher sagen, dass der Wert in der Realität über 0,3 liegt. Nun, aber wir rechnen hier jetzt mal durch. Ne? Der Tesla hatte hier 0,24. Deswegen habe ich auch nicht so einen ganz kleinen wie ein Polo oder ein Golf genommen. Die haben deutlich schlechtere Luftwiderstandsbeiwerte, weil das heißt immer so schön, Länge läuft. Je länger, umso besser ist der Luftwiderstand deines Fahrzeugs. Die Querschnittsfläche vom Passat, da der nicht so breit ist wie der Tesla, nur 2,29 Quadratmeter. Der macht ein bisschen mehr Höhe, aber dafür deutlich weniger an Breite. Da hat der Tesla 2,34 gehabt. Ne? So, und jetzt kommen wieder die beiden Kräfte raus. Bei 80, 197 Newton, da lag der Tesla bei 166 Newton. Yo, woran liegt das? Nun, der Luftwiderstandsbeiwert ist so viel besser als im Prinzip die geringere Fläche. Ne? So, und bei 120 sind es 443 Newton beim Passat und beim Tesla nur 374. So, also der ist luftwiderstandstechnisch schlechter. Das behalten wir uns jetzt mal im Ohr, und das liegt hauptsächlich daran, nicht, dass die so viel schlechtere Karosserien bauen. Das will ich hier nicht behaupten. Es liegt aber daran, dass sie für diesen Verbrennungsmotor einen riesen Kühler brauchen. Und wir werden nachher sehen, bei den Wirkungsgraden, dieser Kühler muss am Ende 85% der Energie, die im Sprit drinsteckt, im Diesel drinsteckt, müssen diese Kühler abführen. Riesenflächen, da sind Reibungen und dünne Lamellen und Zeug. Ne? Und das ist das, was diese Luftwiderstandsbeiwerte bei den Autos kaputt macht, ne? Bei den Verbrennungsautomobilen. So, jetzt kommen wir zur Folie 11, so viel haben wir nicht mehr, den Reifenwiderstand. Und hier ist der Reifenwiderstand beim Passat deutlich niedriger als beim Tesla, weil er halt mit 1600 Kilogramm deutlich leichter ist. Man sieht aber, Passat ist schon ein großes Auto, so ganz leicht ist er nicht. Die leichtesten Passats liegen dann bei 1450, glaube ich. Das sind aber auch die deutlich kleineren Motoren. Hier der 2 Liter Dieselmotor schlägt da ein bisschen Gewicht schon auch zu. Jedenfalls 235 Newton, und der Tesla hat glatte 100 Newton mehr, die er da gegen die Reifen stemmen muss. Ne? Das ist der Nachteil der schweren Batterie. Da kommen sie nicht drum rum. So, jetzt kommen wir auf die erforderliche Leistung. Für eine Geschwindigkeit von 80 kommen wir auf 9605 Watt. Jo, das sind ein paar Staubsauger. 9,6 Kilowatt, das sind 13 PS. Und da kann man erkennen, warum die Trabants früher also auch alle 100 gefahren sind. Ne? Und ein Käfer anfangs mit 24 PS schaffte die 100 auch. Der Luftwiderstand ist bei diesen geringen Geschwindigkeiten so klein, das schafft man mit so geringer Leistung. Und jetzt geht es quadratisch hoch. Bei 120 braucht man schon 22,6 Kilowatt, 31 PS. Und bei 200 braucht man 81 Kilowatt, 111 PS. Unten drunter habe ich noch klein die Zahlen vom Tesla hingeschrieben. Bei 120 32 PS, also ziemlich identisch. Aber bei höheren Geschwindigkeiten braucht der Passat mehr, weil er einen so schlechten Luftwiderstand hat. Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Tesla besser. Ne? Da braucht er schon nur 103 PS. Und am Ende, dieser Dieselmotor hat 125 Kilowatt. Wenn ich aber die Höchstgeschwindigkeit von 223 da ausrechne, dann braucht er eigentlich dafür nur 105 Kilowatt. Also irgendwo gehen da 20 Kilowatt verloren. Ob der Motor so viel nicht hat, ob man dann im Prinzip den Spritzufuhr etwas reduzieren muss, damit er nicht zu heiß wird. Ja, oder ob der Motor einfach nicht oder Motorgetriebekombination nicht so ausgerichtet ist, dass der
im Prinzip Höchstleistung bei Höchstgeschwindigkeit hat. Auch das ist möglich, ja, damit man im Verbrauch vielleicht ein bisschen runterkommt. Man weiß es nicht so genau. Ne? So, und jetzt schauen wir uns mal an, was dieser Passat auf dem Papier verbraucht. Da gibt es also den NEFZ-Zyklus, den neuen europäischen Fahrzyklus. Und danach braucht der, je nach Ausstattungsvariante, 4,6 bis 5,6 Liter Diesel. Dieser NEFZ-Zyklus ist ein neuer europäischer, ein grottelnd Ding, das glaube ich von 94 oder so stammt. Der hätte man nie neu nennen dürfen. Und der hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 33 Kilometern pro Stunde. Das heißt, der Luftwiderstand ist bei diesem Fahrzyklus relativ unterbewertet. Man geht da auch hin, innerorts, außerorts. Und die Maximalgeschwindigkeit, die in diesem NEFZ-Zyklus gefahren wird, ist, glaube ich, 120. So, und jetzt gucken wir mal, was für eine Energie denn in diesem Diesel drin steckt. Und da schauen wir uns nach dem Brennwert an. Und der liegt bei 12,6 Kilowattstunden pro Kilogramm. Der wird immer auf Kilogramm gerechnet. Jetzt muss man aufpassen, Öl ist leichter als Wasser, das schwimmt also auf dem Wasser. Die Dichte sind nur 84 Kilogramm pro Liter. So, das muss man jetzt dann nochmal mit multiplizieren. Und dann kommt man also pro Liter auf 10,6 Kilowattstunden, die in so einem Liter Dieselöl drin sind. Es gibt eine sehr, sehr schöne Webseite, wo man realistische Verbräuche sich anschauen kann. Und zwar ist das der Spritmonitor. Spritmonitor.de, geben Sie mal Ihr Auto ein und dann können Sie sehen, was die einzelnen Leute, die jede Tankung protokollieren die. Und dann kriegen Sie so eine schöne Gauss-Verteilung für die, die also dahin schleichen und sparen. Und die, die alles verheizen mit ihrem Heizöl-Ferrari. Und dann haben sie so einen Bauch in der Mitte und dann gibt es einen rechnerischen Mittelwert. Und der lag bei 6,4 Litern pro 100 Kilometern. Das ist ein hervorragender Wert für einen Dieselmotor. Keine Frage, vor allem für ein 1600 Kilogramm schweres Fahrzeug. Mit so einem, ja, in Anführungszeichen, schlechten CW-Wert von 0,285 oder 0,29, wo immer man da hinschaut. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die der Bürger fährt, sind in der Regel ungefähr 50. Die, die ein bisschen mehr Stadt fahren, die liegen bei 45 und die, die ein bisschen mehr unterwegs sind, die liegen bei 65. So, also wenn man hier mal eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 50 annimmt, ist das nicht so verkehrt. Es können auch 60 sein, da ist es dann relativ wurscht. Der Luftwiderstand ist noch vergleichsweise gering. Rechnen wir jetzt diese 6,4 Liter Diesel, die da im Schnitt über alle diese Fahrzeuge verbraucht wurden, mal den 10,6 Kilowattstunden, die in einem Liter Dieselöl drin sind, dann kommen wir auf 67,7 Kilowattstunden, die auf 100 Kilometern in Form von Dieselöl verbrannt werden. Der Durchschnittswert im Spritmonitor beim Tesla liegt bei 23 ungefähr. Ne? Also nicht 67,7 Kilowattstunden, sondern bei 23 Kilowattstunden. Da merkt man auf einmal, hoppla, da ist was los. Jetzt rechnen wir uns die erforderliche Arbeit wieder in Joule pro 100 Kilometern aus, wie in Formeln wie zuvor auch. Und da kommen wir bei 80 auf 12 Kilowattstunden für die 100 Kilometer. Und bei 120 kommen wir auf 18,8 Kilowattstunden. Das sind die Gewichte vom Passat drin und da ist der Luftwiderstand vom Passat drin. Das sind theoretische Werte, die gebraucht werden. Wir haben beim Tesla gesehen, Tesla kann die zu 91% erreichen. So, und jetzt kommen wir zu Folie 15. Jetzt rechnen wir uns den Wirkungsgrad vom Passat aus. Die Theorie bei 120 km pro Stunde sind halt diese 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und tatsächlich haben wir aber 67,7 Kilowattstunden Energieinhalt in den 6,4 Litern Dieselöl drin. Jetzt rechnen wir uns den Wirkungsgrad Eta aus, indem wir die 12 durch die 67 teilen und kommen auf 18%. Ups, das ist aber ein Wirkungsgrad, ne? Tatsächlich dürfte der Wirkungsgrad noch schlechter sein, weil wir hier den Spritmonitor mit einem Schnitt von 50 oder meinetwegen 60 mit dem Wert von 80 km pro Stunde der Theorie verglichen haben.
Wenn man jetzt bei NEFTs mit den 33 Kilometer pro Stunde rechnet, dann kommt man auf einen Wirkungsgrad von ungefähr 14%. Und auch hier dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch noch einen Verteilverlust vom Dieselöl haben. Zwar muss man von im Prinzip das Öl zur Raffinerie zu schaffen oder das Öl zum Kraftwerk zu schaffen, das sagen wir mal ist gleich, bis es dort ist, mit Pumpverlusten in Saudi-Arabien und mit Antriebs- oder Reibungsverlusten während der Schifffahrt zu uns und so weiter, hat man herausgefunden, verliert man sowieso ungefähr 1,5 Kilowattstunden, also hier 15%, 10-15% auf das Öl nochmal. Gut, aber das würde bei elektrisch laden genauso, also beim Verstromen des Öls zum elektrischen Laden genauso anfallen. Drum lassen wir den weg. Aber die Verteilung per Straßentanker zu den einzelnen Tankstellen in die Fläche, den müssen wir tatsächlich abziehen. Und das dürfte aber so irgendwo, sagen wir mal, 0,5 bis 1% sein. Ne? Das braucht ja 30 Liter pro 100 Kilometer, so ein Tankzug. 30.000 Liter sind drin. Wie viele Kilometer fährt er? 2,5%. Ne? Müssen wir da noch abziehen. So, wir haben es also mit einem Wirkungsgrad über alles von 14% zu tun. Beim einem der besten Autos mit Dieselmotor, die wir ja auf der Welt sehen. Autos mit Ottomotor sind deutlich schlechter. Deutlich schlechter. So, nun machen wir die letzte Folie mit der Zusammenfassung, und zwar den Gesamtwirkungsgrad. Wenn wir Strom aus dem Ölkraftwerk in den Tesla laden, dann liegen wir beim Passat vorhin die 14, die wir gesehen haben auf der vorigen Folie, und beim Tesla die 34%. Das ist ein Faktor von 2,4. Schauen wir uns die regenerativen Energien an, dann ist der Tesla schon bei 75%. Dann haben wir einen Faktor von 5,4, die dazwischen liegen. Und wenn wir aus eigener Photovoltaik laden, dann haben wir einen Faktor von 5,9, die wir mit dem Elektroautomobil günstiger fahren. Also, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass der Dieselmotor, nein, der gesamte Verbrennungsmotor im Automobilbau keine Zukunft hat. So wie die Akkumulatoren in den nächsten 2 Jahren im Preis auf die Hälfte fallen, ausgelöst durch den starken Fabrikenbau weltweit für Lithium-Ionen-Akkus. In dem Moment werden aus lauter rechnerischen Gesichtspunkten die Elektroautos massiv zunehmen. Wir sehen es bei der Deutschen Post, bei DHL, die jetzt ihre Auslieferfahrzeuge haben, eine eigene Firma dafür, die jetzt Auslieferfahrzeuge für sie herstellt. Sie haben schon 1.000 Stück gebaut, glaube ich, zum Ausliefern ihrer Pakete, weil einfach der Wirkungsgrad um so viel besser ist. Da rentieren sich eigene Automobile. UPS stellt um. Also die gesamten Menschen, die wirklich finanziell rechnen müssen, haben diese Wirkungsgrade schon drauf. Die haben das jetzt verstanden. Da setzt sich das jetzt als erstes durch. Und im Automobilbau dauert es noch 2, 3, 4 Jahre, und dann wird es den großen Knick geben. Und da weise ich mal auf mein Video Disruptive Technologien hin. Da geht es also praktisch auch darum, wie das Automobil Pferd und Wagen abgelöst hat und wie die Elektroautos im Prinzip die Verbrennungsautos ablösen werden. Hier können Sie also in diesem Video genau nachgerechnet sehen, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft hat. Und wer jetzt sagt, die Großkraftwerke stinken und so weiter. Nein, die sind viel besser als die Stinke, die in den einzelnen Autos drin sind. Weil wir wissen ja, wie die alle ihre Abgaswerte überschritten haben. Ne? Und so ein Großkraftwerk, der ÖTA Luft, die gibt es seit 20 Jahren, wird auch permanent verschärft. Die Großkraftwerke sind der ein bisschen viel, viel besser. Also es macht auf jeden Fall Sinn, das Ding im Ölkraftwerk zu verbrennen, anstatt es in die Autos zu pumpen. Ne? Ja gut, also wir werden sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Video an den ein oder anderen Stellen in den Foren, ich habe gesehen, Photovoltaik-Forum zitiert mich und andere zitieren mich, wenn Sie das da auch mal ein bisschen verbreiten, damit einfach dieser Wissensstand um diese gewaltigen Wirkungsgradvorteile von Elektroautos endlich eine größere Basis bekommt und dass hier die Medien, die uns hier vollschwallen. Ich habe mal ein Video gedreht über Elektroautos nachhaltig sinnvoll. Da war so ein Journalist von so einem
offiziellen Medium, der hat also überhaupt nichts gewusst und hat lauter falsche Sachen erzählt, dass diesen Leuten ja die Stimme genommen wird, dass also die Wahrheit, die Wissenschaft, die Technik, dass die Zahlen hier sprechen, ne? Und nicht die Emotionen. Joe, Glenrothes, ja, der ist was für Emotionen. Ein Single Malt Whisky aus Schottland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.